So. Okay. Das ist jetzt ein weiter Weg zu dir. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt treffe mit einem Zauber? 25%. Schön. Du triffst nicht. Nein, 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 das darf nicht sein. Sag ich ja. Also das darf ruhig sein, aber war ja nicht der Fall. Wobei, ich kann dich töten. Denn dagegen hilft ein Pfeilblock X. Und bam! Tschüssi! Oder überlebst du es? Du überlebst es nicht. Ja, logisch. 4 Erfahrungspunkte und ein Leveler. Das ist doch schön. Ein RP. Gefecht gewonnen. Ja, ja. Das muss ja auch mal sein, ne? Ja, ja, ich weiß. Das lief gut. Lasst uns so weitermachen. Und Rat gemeistert, das ist schön. Und Kupacitia und Raspeln. Oh ja, und Verbergen. Hui. Und Gelato. Und natürlich war es ein Erfolg. Ich hatte keine Zweifel. Und was ist es? Ein Animist. Ah, nee, du hast keine Waffen. Nee, tut mir leid, Luna. Oh. Ja. Tut mir leid, Luna, dass ich dich aufgenommen habe. Das war eigentlich nicht meine Absicht, aber okay, dann darfst du dich bleiben. So, und eine Lehre. Und es war natürlich kein Problem. Evo, ich habe nicht ein bisschen an dir gezweifelt. Denn ich weiß, wie du drauf bist. Nein, nein. Nein, diesmal nicht. Ich brauche keinen schwarzen Magier gerade. Wobei ich... Nein, nein, nein. So, erstmal geht da unten wieder. Oh, Strom, okay. So, neue Missionen, Modewelt. Was brauche ich da? Chocobo-Haut und Magiebaumwolle, wo ich beides nicht habe, glaube ich. Ja, war klar. Immer noch nichts, Depp. Ich habe immer noch kein Dörrfleisch. Ich brauche Dörrfleisch, Dörrfleisch ist lecker. Ja, das sieht hier aus wie ein Dönerfleisch. Ach, Döner. Ich glaube, ich werde mir später einen Döner holen. Ja, ja. Ach genau, du brauchst eine andere Waffe jetzt. Da du Erfahrung Clown schon fertig hast, schon länger. Was kannst du denn noch lernen? Helm, Schild, Rüstung, Accessoire. Wieso kannst du kein Schwert? Wieso eine Waffe? Was? Na komm, lernst du jetzt mal den Helm zu klauen. Andere Loot vielleicht? Nein, okay. Aber eine andere Rüstung. Nein. Ja, irgendwas anderes. Wartung, kannst du schon, oder? Ja, was war das nochmal? War das nicht geklaut, ne? Ja. Dann mach ich mal wieder. Dann mach ich dich mal zum. Na, ich weiß nicht. Komm, ich mach dich zum Zeitmagier. Denn das ist ein sehr guter Job eigentlich für dich. So, erstmal wieder den Zauberhut, der muss natürlich sein. Dann Rüstung vielleicht. Mal schauen, was kannst du denn so lernen? Nichts, wie ich will. Nee, ich dachte. Okay, aber dann bekommst du die Energiescheppe so lange. So. Hast Reflexstille gemacht. Gift. Nein, nicht Gift. Okay, dann lernst du als allererstes Hast. Was denn noch so? Vielleicht du eine andere Klasse wieder? Du könntest zum Kämpfer werden, eigentlich. Du hast den Rat ja schon gemeistert. Habe ich noch eine andere Waffe für dich? Wenn nicht, dann wirst du jetzt einfangen. Oh, einfangen! Ja, klar! Das ist ein sehr wichtiger Skill, eigentlich sogar. Danach kannst du aber nichts mehr lernen, ne? Nee. Wobei? Nein, nicht so. So. Objekte automatisch sortieren. Nee, kannst du nichts mehr lernen. Okay. Vertreiben kannst du schon, glaube ich. Ja doch, vertreiben solltest du schon können. Und ja, natürlich kannst du es schon. Okay. Dann, wenn du das gelernt hast, dann bist du erstmal ein Kämpfer. Mhm. Und danach ein Paladin.
Wobei, ich mach dich vielleicht zu einem Dieb, damit du schon mal den geilsten Job lernen kannst. Sagen wir mal lieber den zweitgeilsten Job. Was muss man für Kämpfer haben? 2 Soldatenfertigkeiten. Kannst du keine 2 lernen schon bereits? Kannst du doch. Ach, Aktionsfertigkeiten, stimmt ja. So, dann wieder zur Taverne. Ach nee, da gab's ja nichts, ne? Nee. So, dann wieder ein bisschen rumlaufen. Denn wir wollen natürlich Bonita wieder haben. Bonita hier und Elders Becher. Okay. Und eine Talentstufe, wahrscheinlich die Lupe. Nein, das war der nicht. Okay. So. Dann machen wir mal die Froschoase. Ja. So. Oh, Lamia. 3 Stück nur? Nein, eigentlich wollte ich nicht in die Ansicht. So, mal schauen. Nur 3 anscheinend. Ja, nur 3. Okay. Bellabri. Nein, die haben ja keine. Chioko, Kyof und Trezond. Lied. Aber die kann verwandeln. Das ist scheiße. So. Okay, dann mache ich einfach mal so. Und Blanc. Cooper. Ned. Gelato. Und Bonita kommt. Oh, ich kann nur 5 mitnehmen, okay. Dann kommt Ned weg. Bonita wieder. Wie weit brauchst du? Wie viel brauchst du noch? Oh, ich glaube, das sind 300 Attacke, oder? Ja, 300 FP, okay. Dann ins Gefecht! Lamias! Fressen die Frösche? Sehr wahrscheinlich, ja. Ich mag Lamias. Also ich finde sie irgendwie cool. Auch wenn ich nicht wirklich weiß, in welcher Mythologie sie beispielsweise abstammen. Ich glaube bei der griechischen. Klingt ziemlich nach griechisch eigentlich so. Egal. Weißmagie beschützen, damit sie bloß nicht zu viel abziehen, weil ich ja nicht gerade weiß, wie die abziehen, aber egal. So. Und damit wäre es schon mal komplett, vor allem Cooper muss geschützt werden. Cooper ist in dem Sinne jetzt eigentlich sogar der Wichtigste gerade. Auch wenn Bonita gerade jetzt bestimmt viel abgezogen... Nein, 21 nur, okay. Aua, tut trotzdem weh. Bellabri ist aber nur Level 8. Das ist nicht so gut. Also zumindest nicht für Cooper, weil dann bekommt er nicht so viel HP wie... Erfahrungspunkte meine ich. Wie bei Trezond. Naja. Kann ich mit leben. Ja, komm. Dann gehen wir mal hier hin. Ich weiß was. Ja, haha. Fangen wir eine Lamia. Okay, ja, klar geht das zwar noch nicht, das ist wegen Pokémon erstmal schwächen, aber... Ja. Machen wir doch mal. Wobei, ne, wir machen sofort den Überschallknall. Weil Monster kann man wirklich nie genug haben. Die helfen auch ziemlich gut. Später, wenn man ein bisschen bändiger, nicht bisschen bändiger, oder war das bisschen bändiger? Ich glaube nicht. Doch, ich glaube bisschen bändiger war das. So, Zeitmagie hast natürlich auf dich natürlich, damit du halt viel Erfahrung bekommen kannst. So, schnell! Oh ja. So, du bleibst da stehen einfach mal. Und man sieht schon, er hat jetzt einen schnelleren Gang. Das soll indizieren halt, dass er Hass auf sich gehabt hat. So, ich hoffe, du triffst auch. Gut, jetzt bekommst du auch Erfahrung. Sonst Erfahrungspunkte ist gut. So. Du gehst mal weg, weil du kannst ja sowieso durchbohren. Vorstoßen und durchbohren. Oh, das zieht sogar eine Menge ab. Okay. Vorsichtig, ich würde treffen. Naja, ist nicht schlimm. Wobei, komm, auch wenn du Dingskirchen, auch wenn du jetzt nur MP verschwenden würdest, also in dem Sinne würde ich jetzt nur MP verschwenden, aber egal, Erfahrungspunkte, kann nicht schaden. Außerdem ist ja Bonita sowieso ein bisschen geschwächt gewesen, von daher. Und du darfst nochmal, okay, das ist gut. So, und noch ein Angriff. Yeah. Und jetzt noch ein Erfahrungspunkt. Ach, schade, immer noch keinen. Danach vielleicht?
greifen wir durch an. Denn das sollte nicht. Ja, 15 Uhr. Und du bist 5 Level über mir. Okay, ich habe auch Protest gerade an, aber das ist eine andere Geschichte, okay? So. Georgiev. Oder Georgiev. Das ging auch. Nein, nein, nein. Nein! Du wirst erstmal eingefangen. Du bekommst nämlich auch mal eine Astiermarsch, ne? Dann bist du eingefangen, du kleine Lamia, du und da und denn. Schnell! So. So, Jagd und einfangen. Eine 18%ige Wahrscheinlichkeit, das ist sehr wenig, aber egal. Wir müssen es probieren. Und es hat nicht geklappt. Schade. Naja. Dafür bist du jetzt sehr schnell, von daher passt das schon. So, Angriff. Genau. Oh, nicht so schön. Naja, okay, dann töte ich dich mal lieber. Oder? Nein, ich töte dich nicht. Ich attackiere dich mal. Ja, ja. 18 Erfahrung. Das heißt, in der nächsten Runde bekomme ich Level up. Beziehungsweise Koopa bekommt Level up. Aber ich kann nicht heilen. Das ist scheiße jetzt. Naja. Okay. Dafür ist er ja unterwegs, aber du, ich heil trotzdem mal. Einfach so, weil ich es kann halt nur rumbauen, weil der Einzige ist, der gerade außenstehend ist, so von den dreien da, ne? Das Marsch ist ja noch weiter außenstehend, aber egal. So. Ja, bitte. Und nochmal einfangen, komm. Ich würde dich töten, deswegen will ich dich lieber fangen. Also sei jetzt eingefangen, okay? Nein. Woran man das erkennt, ist eigentlich ganz simpel, aber ich sag's noch nicht. Ich sag mal so, das kann man sofort sehen, ob sie gefangen worden ist oder nicht, also das Monster. Nein, sogar ein Crit. Dankeschön. Der Crit war sogar gut jetzt, weil dann ist, Gelato ist dann halt ein bisschen näher an ihm. Und jetzt, okay. Wen willst du angreifen? Ihn, okay. Nicht so schlimm. So. Und wen willst du angreifen, ist die Frage. Das ist schon schlimmer. Nein, ist nicht so schlimm, okay. Haha. So, noch ein Einfangen. Komm schon. Zeitmagie und wieder Hast. Auf dich aber diesmal. Und Marsch Tempo ist wieder normal verbiegert auf. Aber ich stand da wahrscheinlich auch gerade. Naja. So und. Ja, okay, dann nicht. Aber dich töte ich mal lieber zur Sicherheit. Wenn du nichts Dummes machst. Ja, ja. Du, tschüss. So. Und der Schutz ist weg. Das ist ein bisschen schlimm eigentlich, aber naja. Weißmagie, nicht Medica. Engel. Du musst wiederbelebt werden. Und kämpfe. Kämpfe bis zum Tode. Erneut. Ich kann dich sowieso immer wieder beleben, aber du musst ein Level-Up bekommen. Du musst mehrere Level-Ups bekommen. So. Und dich nochmal angreifen. Ja, das sieht schon gut aus. Level up. Oh ja. Greif mich ruhig an, also das ist Koopa. Das ist
nicht so schlimm. Oh nein. Sag ich ja. Aber er kann ihn sowieso wieder beleben, der Gelato. Von daher ist das nicht so schlimm. Und jetzt eben bitte eingefangen. Ich würde dich töten, also... Nein. Doch jetzt. Seht ihr? Man kann sofort sehen. Und die Lamia-Seele bekommen. So, wobei... Komm, machen wir einfach mal so. Gehe ich noch zu dir. Ich bekomme zwar dadurch nicht mehr HP, aber ich kann dich wenigstens voll heilen. Ich meinte übrigens mehr EP und nicht HP. Aber